Es ist Sonntagmorgen, relativ früh. Ich sehe so fresh aus, wie ich mich fühle. Ich sitze hier sozusagen schon am Schreibtisch, also eigentlich am Küchentisch, aber das ist quasi mein Schreibtisch und schneide den ersten Vlog für Vlogtober. Ich habe das früher, als wir regelmäßig gevloggt haben, immer so gemacht. Also ich habe immer samstags morgens und sonntags morgens, wenn man noch geschlafen hat, meine Vlogtage geschnitten, damit das montags zumindest zum großen Teil erledigt war. Irgendwie ist es total schön, für mich war das immer auf eine seltsame Art und Weise voll Me-Time, richtig komisch. Das ist ja eigentlich Work, aber es hat mir immer so Spaß gemacht, mich da morgens hinzusetzen, wenn Val noch schläft. Man muss auch dazu sagen, dass ich früh aufsteher bin. Also es macht mir jetzt nicht wirklich was aus, mich hier früh hinzusetzen. Und Val und Lati kuscheln noch im Bett, wobei ich die langsam wecken muss, weil wir heute Morgen frühstücken gehen mit den Mädels. Weil wir ein neues Frühstückslokal ausprobieren und auch weil ich die ganze Woche unterwegs bin, wollte ich heute schon mal den Vlog anfangen und euch ein bisschen mitnehmen. Und das fängt an mit einer Timelapse, wie ich den Vlog schneide. Got that feeling in your arms and knees. The kind of feeling where you simply freeze. Don't you worry, let me throw you up. Fertig gearbeitet für diesen Sonntagmorgen. Das Hintergrundgeräusch ist der Roboterstaubsauger. Jetzt machen wir uns auf den Weg. Ich war schon ewig nicht mehr frühstücken in Köln draußen. Und ich bin sehr gespannt, was es da so gibt. Ich war Pflanzenzitterin für 2 Wochen. Sonja war im Urlaub und hat mir ihre Pflanzen überlassen. Mein Bestes gegeben. Ich habe immer noch keinen mega grünen Daumen, aber zumindest leben sie alle noch. Die gebe ich jetzt vorher einmal kurz ab. Wer hätte das gedacht, dass ich jemals gefragt werde, auf Pflanzen aufzupassen? Mausi Nummer 1, Mausi Nummer 2. Ich bin diese Woche bei meiner Family zu Hause und meine Schwester ist jetzt gerade in der Schule und ich war eine große Runde Gassi mit den beiden. Mit 2 Hunden Gassi gehen ist was anderes als mit einem Hund Gassi gehen, muss ich echt sagen. Aber es hat eigentlich gut geklappt, waren beide total brav. Leute, die sind so verliebt in Sammy, ich finde den so, so toll und macht ihm alles nach und will immer dahin, wo er ist. Und das ist eigentlich eine gute Übung, weil gerade so Rückruf und so, dadurch, dass Sammy das alles perfekt kann und Leute ihm alles nachmacht, das ist für uns total die gute Übung. Es hat echt Spaß gemacht. Es war auch super schön sonnig. Ihr sitzt gerade zugezogen. Also ein sehr schöner Start in den Tag. Und jetzt bin ich wieder zurück zu Hause. Zu Hause? Jetzt bei meiner Family zu Hause. Und jetzt schneide ich ein bisschen, bis meine Schwester heimkommt. Gestern ging der erste Weekly-Vlog für diesen Vlogtober online. Und heute Morgen habe ich mir die ganzen Reaktionen durchgelesen. Ach, ihr seid so süß. Es haben sich so viele Leute so sehr gefreut. Ich wusste ja, dass ihr die Vlogs vermisst. Aber es dann so zu lesen, ist trotzdem mega, mega schön. Also vielen Dank für das ganze positive Feedback. Den ersten Vlogtag habe ich nicht richtig beendet. Ich dachte eigentlich, das wäre voll der gute Sonntag zum Filmen. Wir waren erst, hat eben mega, mega schön frühstücken und es war auch super lecker da. Also große Empfehlung. Und dann nachmittags kam Hannah zu mir. Die war auf der Durchreise sozusagen. Also die ist von Köln aus zurück nach London geflogen und hat dann bei uns einen Zwischenstopp gemacht. Aber ehrlich gesagt haben wir einfach nur die Zeit genossen. Und ich habe nicht eine Sekunde daran gedacht, die Kamera anzumachen. Also wir haben einfach gequatscht und uns geupdatet und dann noch Essen bestellt. Lena war auch da und dann habe ich sie zum Flughafen gefahren und irgendwie war der Sonntag dann so vorbei und ich habe nichts mehr gefilmt. Aber auf jeden Fall war es ein sehr schönes Frühstück. Und im Moment, das habt ihr gesehen. Und jetzt geht's weiter mit Vlogtober Nummer 2. Was habt ihr verpasst? Mein Bruder und seine Freundin waren zum Mittagessen da. Wir haben Veggie Bolognese gemacht und zusammen gegessen. Und danach habe ich weiter geschnitten. Und jetzt machen wir die Mittagsrunde und zwar im Wald. Ich möchte gerne ein paar Fotos machen und eins davon im Wald. Es ist hier so nah am Schwarzwald natürlich viel einfacher als in Köln. Und außerdem habe ich jetzt hier auch ein Auto zur Verfügung. Und deshalb nehmen wir die Hunde jetzt mit, machen einen schönen Waldspaziergang und gleichzeitig auch noch ein paar Fotos. 2 Fliegen mit einer Klappe. Apropos Fliege, hier ist eine Fliege, die macht mich verrückt seit 2 Stunden. Ich warte auf meine Schwester, dass die fertig ist. Die macht voll die Dance-Party hier im Obergeschoss. Ich weiß nicht, ob man das hört.
Und richtig witzig, sie hört Jason Derulo. Und in dem Alter, also als ich 17 war, habe ich auch Jason Derulo gehört. Gute alte Zeiten. Ich habe allerdings ultra fettige Haare mal wieder. Und ich glaube, deshalb muss ich die so ein bisschen verstecken fürs Foto. Hm? Genau so. Waldshooting beendet. Pünktlich jetzt, wo es angefangen hat zu regnen. Und jetzt laufen wir schnell nach Hause, sonst werden wir komplett nass. Es hat eben jetzt beim letzten Foto schon angefangen, auf jeden Fall. Gutes Timing, würde ich sagen. Und ich glaube, wir halten auf dem Rückweg vielleicht noch kurz beim Bäcker und kaufen uns ein Stück Kuchen. Right? Hallo, hallo. Es ist Mittwoch heute, oder? Mittwoch, der 2. Oktober. Lisi ist bei mir. Ich merke auch gerade, dass irgendwie mein Make-up in dieser Kamera sehr weird aussieht hier in diesem Licht. Gut, ich habe nämlich gerade ein IGTV gefilmt, auch auf der Kamera komischerweise. Und da sah das irgendwie ganz normal aus, aber in meinem Schlafzimmer ist auch das Licht ganz anders als hier. Also ich hoffe, aus dem Video ist was geworden. Ich stehe hier jedenfalls gerade in meiner Küche rum, weil ich mich jetzt mal ums Mittagessen kümmere. Es ist mittlerweile schon, ja, Mittag. Wir haben heute Morgen so ein paar Sachen erledigt. Lisa hat sich um ganz viele Belege gekümmert. Ich habe ein Foto gemacht schon für eine Kooperation und halt wie gesagt ein Video gedreht. Ja, und gleich müssen wir noch ein paar andere Fotos machen, Kooperationen und einfach so ein bisschen vorbereiten, damit ich für die nächsten Tage noch was habe. Das ist so der Plan für heute. Hier ist ein kleines Behind-the-Scenes vom ersten Fotoshooting. Ich finde, das ist richtig schön geworden. Ich war gerade eben draußen kurz spazieren und habe so ein paar Sachen eingesammelt. Also ein paar Zweige habe ich gesammelt. Die Dinger hier hatte ich zum Glück noch da in letztem oder vorletztem Jahr Weihnachten. Wie unglaublich schön sind bitte momentan die Blätter verfärbt. Ich fand das so krass. Also ich hätte mich da echt sehr, sehr lange mit beschäftigen können. Einfach nur Blätter zu sammeln mit sehr, sehr schönen Farben, weil die sind echt alle momentan so schön verfärbt. Ich liebe Herbst. Faules Mittagessen und zwar ich habe irgendwie mir zwei Gabeln und die zwei kleingeschnittene Maultaschen. Ich nehme immer die vegan von Bürger, heißt die Firma, glaube ich. Und dann Tiefkühlgemüsemischung. Das sind zwei verschiedene. Ich glaube, irgend so eine Provence-Mischung und eine, die ich richtig geil finde. Da sind Süßkartoffeln und rote Beete. Ich glaube, das war's. Nee, Mais, glaube ich, noch. Und die finde ich richtig lecker. Führt allerdings auch dazu, dass die gesamte Pfanne rosa wird von der roten Beete. Wir haben einmal mein komplettes Wohnzimmer umgeräumt, um das nächste Foto zu machen, damit wir hier eine freie Wand haben. Ich bin in Sportklamotten und jetzt wird hier ein hoffentlich sportliches Foto geschossen. Im Hintergrund läuft leider mega laut die Spülmaschine. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Ich habe mich ungefähr 10-mal umgezogen zwischendurch, aber ich glaube, jetzt habe ich tatsächlich wieder das an, was ich anfangs an hatte. Wir machen uns jetzt auf dem Weg zu einem Konzert. Oh, ich weiß nicht, irgendwie ist dieses Jahr das Jahr der Konzerte für mich. Ich habe irgendwie Anfang des Jahres für ganz viele Konzerte schon Tickets gekauft und dann kam im Laufe des Jahres immer noch mehr dazu. Und heute gehen wir zu Khalid oder Khalid. Ich freue mich mega darüber. Ich habe ihn zwar jetzt schon einmal live gesehen auf dem Lollapalooza, aber das war eigentlich eher Zufall, weil die Tickets für das Konzert hatte ich schon vor dem Lollapalooza. Wir müssen jetzt allerdings noch nach Oberhausen fahren. Ist leider nicht in Köln. Also ich glaube, das wird ein ganz schöner Weg hin und her. Und es wird bestimmt auch ziemlich viel los sein, weil Feiertag morgen ist. Aber ich freue mich trotzdem. You ready? Ready! Let's go. Zeige ich mal noch kurz mein Outfit, weil das ja auch immer sehr viel interessiert. Der Pulli ist Secondhand. Ich glaube ursprünglich von Only. Ich bin aber nicht ganz sicher. Habe ich in Berlin gekauft. Der Rock ist auch Secondhand, den habe ich über Kleiderkreisel gefunden. Ich glaube, der ist ursprünglich von Topshop. Die Stiefel sind von And Other Stories aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Die kann ich aber sehr empfehlen, weil die mega, mega eng oben sind und ganz, ganz lang. Also man kann die noch viel, viel höher ziehen, fast bis
bis hier, also quasi fast bis in den Schritt. Und das finde ich sehr praktisch, weil die halt so auf jede Länge variabel sozusagen einstellbar sind und vor allen Dingen rutschen die wirklich nicht runter. Dann habe ich hier noch so als Accessoire ein Scrunchie, das habe ich in Kapstadt gekauft. Dann noch meine Tasche. Auch Secondhand von Seabag Chloe. Falls ihr den Secondhand-Haul nicht gesehen habt, kann ich den hier nochmal irgendwo verlinken. Jo, da stehen 1 Million Pakete, weil ich heute ungefähr 10 Pakete für meine Nachbarn angenommen habe. Möchtest du den Peoples dein Outfit zeigen, Lisen? Du musst meine nicht. Meine Haare machen mich heute verrückt. Ja, meine mich auch. Also wirklich richtig crazy. Jo, hey, you wanna take the camera? Ja, sure. Take it over. Give me all this. Okay, furchtbares Englisch, sorry. Also meine Schuhe sind von Vagabond. Die haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gezeigt. Meine Hose ist alt, die ist von Zara. Mein Oberteil ist, glaube ich, auch von Zara. Und der Cardigan, der ist neu, der hat hinten so eine Schnürung, die ist ganz schön. Habe ich schon gesagt, dass der von Zara ist? Der ist auf jeden Fall neu. Genau, achso, und dann habe ich eigentlich auch noch eine Tasche. Dieses wunderschöne Exemplärchen hier, die wir auch beim Secondhand-Haul gezeigt haben. Ich muss mich noch entscheiden, welche Jacke ich nehme. Ich kann mich nicht entscheiden, was soll ich denn für eine Jacke nehmen? Dick oder dünn oder Regenjacke oder Mantel? Also es ist auf jeden Fall, du warst ja heute auch schon draußen, es ist auf jeden Fall nicht so warm wie die letzten Tage. Ja, was ich gerade noch ganz vergessen habe zu zeigen, ich habe unter dem Pullover noch ein Oberteil, weil ich mir dachte, beim Konzert wird mir wahrscheinlich warm. Das ist so ein Crop-Top, finde ich mega, mega schön. Das ist von dem Manda-Laden, also von dem Laden von Marie und Alex, also Marie Snooki voll auf YouTube, kann ich euch mal verlinken. Die haben richtig, richtig, richtig schöne Teile in ihrer Kollektion. Und danach habe ich dann nichts mehr gefilmt. Auf dem Konzert selbst waren keine Kameras erlaubt, also da durfte man nur mit Handy filmen. Und die Hin- und Rückfahrt war so unglaublich anstrengend und stressig, dass ich da nicht so richtig in der Stimmung war zu filmen, weil wir echt nur Pech hatten, was die Züge anging. Aber es war auf jeden Fall ansonsten ein wunderschöner Abend. Das Konzert war echt der Hammer. Falls ihr mal die Chance habt, ihn live zu sehen, ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann geht es jetzt weiter mit dem nächsten Tag aus dem Vlog. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine. Hello, hello, ich habe mich gerade fertig gemacht, wie ihr gesehen habt. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich eine Sache vergessen habe zu erwähnen in unserem Favoritenvideo, was mittlerweile schon online sein müsste. Und zwar habe ich seit mehreren Wochen einen neuen absoluten Lieblings-Lidschatten, der eigentlich gar kein Lidschatten ist, aus dieser Palette hier. Sie heißt Summer Lights. Und da sind auch Lidschatten drin. Die sind auch sehr schön. Aber tatsächlich ist das hier unten mein allerliebster Lidschatten. Und ich glaube, das ist eigentlich kein Lidschatten. Ich glaube, das soll eigentlich der Highlighter sein. Aber der ist schon sehr intensiv. Und ich finde den einfach als Lidschatten so über das ganze Lid so wunderschön. Der hat so einen ganz, ganz gleichmäßigen, mega intensiven Schimmer. Es ist Feiertag heute, deswegen habe ich es mir gegönnt, heute mal auszuschlafen. Und dann habe ich ganz entspannt gefrühstückt und danach ein paar Sachen am Laptop erledigt. Ich musste Leo so ein paar Dateien in die Dropbox tun und die Rückmeldung geben zu einem Video und habe dann gleich noch so ein paar andere Sachen erledigt, die gemacht werden mussten. Und jetzt muss ich ganz dringend in meiner Wohnung aufräumen, denn ich bekomme heute Abend Besuch. Ich glaube, mehr darüber erzähle ich euch später, aber jetzt kümmere ich mich erstmal ein bisschen darum, hier klar Schiff zu machen. Hier sieht es inzwischen ein bisschen besser aus und in meinem Schlafzimmer auch. Aber jetzt muss ich mich um dieses Chaos hier kümmern. Die sieht so furchtbar aus. Ich habe noch ganz viel Kram vom Frühstück rum. Da ist gerade mein Essen drin, das ich mir gerade noch gemacht habe. Und Spülmaschine muss ich jetzt mal aufräumen. Essen ist inzwischen fertig. Ich habe so eine gefüllte Zucchini gemacht. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt. Also da drunter ist eine Zucchini. Und die Füllung besteht aus dem Innenzeug der Zucchini. Couscous, Zwiebeln, Chilis, ein bisschen Sojasauce, Harissa-Sauce, alles so zusammengematscht. Und dann habe ich Feta drüber gemacht. Und während ich das esse, kümmere ich mich gerade ein bisschen um unsere Pinterest-Seite. Falls ihr uns noch nicht auf Pinterest folgt und das noch nicht kennt, könnt ihr das sehr gerne tun. Ich verlinke euch mal unseren Pinterest-Account in der Infobox. Ich liebe, liebe, liebe Pinterest. Ich habe mich umgezogen. Das Oberteil habe ich mal Secondhand gekauft. Das ist, glaube ich, ursprünglich von Zara. Ich bin da mir nicht ganz sicher. Und das ist voll praktisch, weil das so ein bisschen mein Tape verdeckt. Also wenn man nicht so genau hinguckt, sieht man gar nichts davon.
Ich habe wieder im Moment ein bisschen Schulterprobleme, deswegen ist meine Schulter wieder getaped. Und dann trage ich so einen langen Rock dazu und einen Boot. Und ich glaube, dann ziehe ich jetzt noch eine Jacke drüber und dann geht's los. Ich habe mich noch gar nicht erzählt, wo ich hinfahre, fällt mir gerade mal auf. Ich habe das schon in der Story geteilt und deswegen dachte ich, dass ich das schon erzählt habe im Vlog, aber habe ich gar nicht. Ich fahre jetzt zum Konzert von Josh, also Josh Savage. Wer uns schon länger folgt, kennt Josh auf jeden Fall. Wir haben schon öfter Lieder von ihm in unseren Videos benutzt und er war auch schon öfter in Videos von uns zu sehen. Und er spielt heute Abend in Köln und da gehe ich jetzt hin. Vorher schaue ich noch mal ganz kurz bei so einem kleinen Markt vorbei. Also ich hoffe jedenfalls, dass sich das überhaupt noch lohnt. Der ist nämlich schon fast vorbei, aber ich wollte da eigentlich ganz gerne mal vorbeigucken. Das ist so ein grüner Markt oder so. Das hat sich irgendwie ganz cool angehört. Das wollte ich mir mal noch anschauen. Dann treffe ich mich mit Lisi und Adrian und dann gehen wir zusammen zum Konzert. Wie ihr seht, bin ich nochmal zu Hause. Der Markt war sehr, sehr schön, aber sehr, sehr, sehr klein. Deswegen habe ich mich da erstens ein bisschen unwohl gefühlt, was zu filmen, weil alles so nah aneinander war und überall Menschen waren und so. Und zweitens ging es deswegen auch mega schnell. Und jetzt hatte ich noch ganz viel Zeit und weil es sehr kalt draußen war und ich nicht warm genug angezogen war und weil ich auch ein bisschen was gekauft habe auf dem Markt, dachte ich dann, ich fahre nochmal kurz nach Hause und stelle die Sachen ab und ziehe mir nochmal was Wärmeres an und zeige euch mal kurz, was ich... ich zeige euch mal kurz, was ich mitgenommen habe. Einmal habe ich einen Lakritzlikör mitgenommen. Der ist so ganz salzig. Also es war eigentlich ein Stand, wo es hauptsächlich so Salzprodukte, da fliegt irgendwie eine Fliege rum. Es war eigentlich so ein Stand, wo es hauptsächlich Salzmischungen und Salzprodukte und so gab. Und man konnte den dort probieren und der war unglaublich lecker. So richtig, richtig salzig, aber auch gleichzeitig süß und ja, halt lakritzig. Und weil ich den Likör so gut fand, habe ich dann auch noch diese passenden Lakritz-Bonbons mitgenommen. Und dann habe ich eine Eco-Coconut-Dishbrush mitgenommen. Und ich habe aktuell keine Spülbürste und habe das öfter vermisst. Und ja, dann dachte ich mir so, cool, wenn ich jetzt gerade hier bin und es die hier gibt, nehme ich die mal mit. Und dann war ich noch an diesem Stand hier. Und da habe ich tatsächlich zwei Seifenproben geschenkt bekommen. Mega nett. Die rochen alle sehr, sehr, sehr gut. Und das hier ist, glaube ich, mit Rosmarin und noch irgendwas. Oh mein Gott, die riecht unglaublich gut. So, wir sind angekommen, Lisi und ich. Lisi wurde schon eingewiesen, die ist heute Kamerafrau. Für Josh, nicht für uns. Das Device, whatever it is. Und da ist Josh. Hi, good to see you again. Und Josh supports quasi. My name is Josh and these are my songs. The only constants change. My life's already. At the moment there's a lot of fear and at the end of the day we all need to look after each other and we're all in this together, except Dusseldorf. So here's a song called Citizen of the World. Lately I've had trouble sleeping. Voices in my head are preaching. Pray to God I don't believe in, 'cause where we're heading I don't know. Lately I've been losing it. I'm sick of childish politics. It's hard to stay an optimist when you don't know where to go. I'm a citizen of the world, looking for a little hope. Citizen of the world, looking for a place called home. Mitgebracht. Gute Nacht. Gute Nacht, ja. Er schläft tatsächlich in seinem Onesie. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber letztes oder vorletztes Jahr Karneval war Josh hier und das war sein Kostüm. Und jetzt ist es sein Schlafanzug. Good night. Das Konzert von Josh war wirklich wunderschön und auch die Vorband sozusagen oder der Vorsänger, wenn man das so sagt. Der Support Act, Will Church ist sein Name. Ich verlinke ihn euch mal in der Infobox, schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Mich persönlich hat es sehr, sehr an Ed Sheeran erinnert. Also falls euch Ed Sheeran gefällt, dann gefällt euch sicherlich auch seine Musik. Und jetzt mache ich mich bettfertig und werde dann schlafen gehen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dann!
Sind wir wieder zu Hause? Freust du dich, dass wir wieder zu Hause sind? Guten Morgen, Lotti. Guten Morgen, meine Schwester, die ich mit nach Köln genommen habe. Guten Morgen, moi. Jetzt gibt's erstmal Frühstück. So, here you go. Porridge mit einer Feige, einer Zwetschge, diesem Mango-Mousse von Alnatura, ein bisschen Agavendicksaft und Leinsamen. I was in love, but forgot the feeling. There's no one around, only you and me. Walking into a dream, somewhere not to be. Die Post war gerade da. Ich habe diesen wunderschönen Blumenstrauß geschickt bekommen. Der ist von Colvin. Wir haben davon schon öfter auf Instagram berichtet. Wir dürfen uns ja ab und zu einen Strauß aussuchen. Und der hier ist aus der aktuellen Herbstkollektion. New York heißt der. Wie wunderschön ist dieser Strauß. Oh mein Gott. Wir haben so einen Rabattcode von Colvin, der gilt dauerhaft. Den schreibe ich euch gerne mal in die Infobox. Ich finde die so wunderschön, diese Sträuße. Vor allen Dingen, wenn man jemandem was schenken möchte. Also zum Geburtstag, zum Muttertag. Keine Ahnung. Einfach mal so zwischendurch. Finde ich das so wunderschön. Wichtig für unser aller Work Motivation an einem Freitagnachmittag. 10 bis 10 und dann fallen dir die Augen zu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Die ersten Wochen, als Lotti hier war, gab es eigentlich nur solche Stories von ihr, also wie sie auf meinem Schoß schläft. Am Anfang lag die wirklich am allerliebsten auf mir, bei mir, auf meinem Arm, auf meinem Schoß, in meiner Nähe. Aber das hat sich ein bisschen geändert, muss ich sagen, in den letzten Monaten. Also sie ist immer noch am liebsten in meiner Nähe, aber sie schläft inzwischen eigentlich lieber so auf ihrem Kissen oder auf ihrem Platz oder auf ihrer Decke. Aber manchmal kommt sie noch kuscheln und jetzt, heute ist irgendwie so ein Tag. Jetzt gerade gekommen und wollte unbedingt hier auf meinen Schoß liegen. Nur leider ist sie inzwischen nicht mehr ganz so klein, dass sie hier perfekt drauf passt. Sie steht halt auf beiden Seiten so ein bisschen über. Ich glaube, sie merkt gerade selbst, dass es gar nicht mehr so bequem ist. Aber ich freue mich immer voll, wenn sie schlafen kommt auf meinen Schoß. Sometimes you need to forget the past. If every day like is the last. We're not getting any younger. Ich habe gerade erst Essen gezeigt, aber ich muss euch jetzt trotzdem noch mein Mittagessen zeigen. Hat meine Schwester gekocht. Das Erbsensoßengericht aus den Latschideen. Habe ich auch seitdem tatsächlich nicht mehr gegessen. Ja, Mi, das ist so lecker. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Wir sind inzwischen unterwegs. Josh ist hier in Köln. Habt ihr sicher gestern Abend gesehen. Lena war ja auf dem Konzert. Und ich konnte leider nicht, aber wir treffen uns jetzt noch auf einen Kaffee, bevor der wieder abreist. Meine Schwester ist auch dabei. Lisi kommt auch mit. Lachi kommt auch mit. Lotti würde lieber woanders hingehen, aber so ist das Leben. Wir gehen zu Voiten und ich liebe den Dirty Chai bei Voiten und darauf freue ich mich schon den ganzen Tag. Hallo Leute, ich war diese Woche nicht so gut darin, meine Vlog-Tage zu beenden. Also ich habe es mehrfach, ehrlich gesagt, ab irgendeinem Punkt des Tages komplett vergessen. Aber am Freitagabend, was ist da eigentlich noch passiert? Eigentlich haben meine Schwester und ich nur noch was gegessen und dann waren wir auf einer Party eingeladen. Hätte ich also eh nichts mehr filmen können. Und heute trifft sich das ganz gut, weil ich euch noch was zeigen wollte. Es ist ja Glamour Shopping Week zurzeit. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in der Innenstadt in Köln einkaufen war. Also es muss echt, es ist ewig her. Keine Ahnung, ich kann mich wirklich nicht erinnern. Aber weil ja meine Schwester zu Besuch war und Lisi auch Lust hatte, in die Stadt zu gehen, haben wir das gestern tatsächlich nach Ewigkeit mal wieder gemacht. Und ich habe ein paar Sachen gefunden, die ich euch gerne zeigen möchte, weil ich weiß, dass es immer ganz viel von euch interessiert und weil die Glamour Shopping Week noch die ganze Woche läuft, also wenn ich euch das jetzt für diesen Vlog noch zeige,
dann findet ihr alle Sachen in der Infobox verlinkt und könnt theoretisch auch noch den Rabatt nutzen. Es ist stockfinster heute in unserer Wohnung, 100% Regenwahrscheinlichkeit. Ich habe schon überall die Lichter angemacht, meinen Spiegel hier ins Wohnzimmer gestellt, aber die besten Lichtverhältnisse sind es trotzdem nicht. Aber es gehört zur Jahreszeit dazu. Und ich glaube, man kann es trotzdem einigermaßen erkennen. Als erstes habe ich dieses ganz leichte Rollkragenoberteil gefunden bei H&M. Ich habe ganz oft das Problem, dass Pulli plus Mantel oder Jacke plus Schal mir zu warm ist, weil ich dazu neige, dass mir schnell warm ist. Deshalb war ich auf der Suche nach so ein paar Langarm-Oberteilen. Und das hier ist eben ganz leicht, eigentlich wie ein T-Shirt, nur eben mit langen Ärmeln und einem leichten Rollkragen. Allerdings auch nicht zu hoch und nicht zu eng. Das kann ich nämlich auch nicht leiden. Also fällt wirklich super angenehm, sehr weit. Und ich liebe, liebe diese Farbe. So ein super schönes altrosa Rostbraun. Meine Schwester hat das tatsächlich auch gekauft. Und die ist vom Typ her das komplette Gegenteil. Also blond und ganz hell. Und der Stand ist auch richtig, richtig gut. Also ich finde es echt eine wunderschöne Farbe. Und das habe ich auch noch einmal in Schwarz mitgenommen. Das gab es nämlich in ganz vielen verschiedenen Farben. Aber es ist gleich in Schwarz, muss ich jetzt nicht extra anprobieren, glaube ich. Dann habe ich mir neue Jeans gekauft. Die Topshop Jamie Jeans in so einem verwaschenen Grau. Das ist meine allerliebste Jeans. Ich habe früher immer das Joanie-Modell getragen, aber das Jamie-Modell ist nicht ganz so high-waisted, aber genauso elastisch und genauso eng am Bein. Und das mag ich inzwischen noch einen Ticken lieber. Ich habe das auch schon in dunkelblau und hellblau, aber dieses dunkle, verwaschene Grau ist mein allerliebster Jeansstoff. Topshop macht zwar nicht mit bei der Glamour Shopping Week, aber die sind bei ASOS und ASOS macht mit. Und was ich auch so liebe an Topshop Jeans ist, dass man die Länge frei wählen kann. Das ist jetzt eine 32. Ich mag das, wenn das mit dem Stiefel so schließt, aber geht bis 36, glaube ich. Das ist schon echt mega, mega praktisch, wenn man sehr groß ist. Beziehungsweise auch genau das Gegenteil, wenn man sehr klein ist, weil es halt auch kurze Längen gibt. Genau, also einmal dieses Oberteil und die Jeans. Und jetzt zeige ich euch mein allerliebstes Teil. Habe ich einen neuen Mantel gebraucht? Nein. Habe ich einen neuen Blazer gebraucht? Nein. Habe ich genug Mäntel? Ja. So, ich versuche mich zu rechtfertigen. Es gibt keinen Grund für diesen Kauf, außer dass ich mich direkt verliebt habe. Wie schön ist bitte dieser Mantel? Oh mein Gott. Beziehungsweise ist es eigentlich eher ein Blazer, der halt so super lang geschnitten ist wie ein Mantel, aber dementsprechend aus so einem sehr leichten Stoff. Will auch so ein ganz feiner, enger Schnitt. Und ich liebe, liebe dieses Muster, so dunkelgrau mit so weißen Linien. Da waren Lisi und meine Schwester mir keine Hilfe. Die meinten beide, der ist halt einfach schön. Der ist halt einfach so, so schön. Und dann habe ich bei Topshop noch diese Strickjacke gefunden. Sieht jetzt super unspektakulär aus. Ist einfach so richtig oversized, weit, mega der angenehme, weiche Stoff. Hat vorne so eine Knopfleiste. Ich glaube vor allen Dingen so für zu Hause ist der perfekt zum drüberziehen. Ja, sieht echt super unspektakulär aus. Und dann waren wir noch bei Douglas. Da gibt es glaube ich aber erst ab 49 Euro Rabatt. Aber es gibt auf jeden Fall Rabatt. Und da gab es The Ordinary. Lena hat davon ja einige Produkte. Ich kenne mich damit ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Aber meine Schwester hat sich das gekauft. Es soll wohl so ähnlich sein wie das Glow Tonic von Pixi. Und ich liebe ja das Glow Tonic. Deshalb dachte ich, ich probiere das hier mal aus. Und dann außerdem ein Essie-Nagellack. Mit dem habe ich schon eine ganze Weile geliebäugelt. Das ist die Farbe Hey There oder so. Aus der aktuellen Herbstkollektion. So ein wunderschönes, milchiges Gelb. Finde ich gar nicht so eine herbstliche Farbe, aber irgendwie habt ihr auf Instagram entdeckt und direkt auf meine Wunschliste gepackt. So eine Farbe habe ich tatsächlich noch nicht, finde ich super einzigartig. Also das hier war dann noch die Ausbeute von Douglas. Und das war es auch schon für heute, also was ich euch zeigen wollte. Wie weird das aussieht, deine Hand kommt so aus meinem Kopf hier raus. Damit verabschiede ich mich jetzt auch für diesen Vlog von euch. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Irgendwann die Woche gibt es Fashion-Video, von dem wir im letzten Vlog geredet haben und ansonsten sehen wir uns nächsten Montag in einem neuen Vlog.